Unser erster Redner des heutigen Abends ist Dr. Robert Habeck, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz sowie unser aller Vizekanzler. Und heute Abend ist er darüber hinaus auch der Repräsentant der Digital Hub Initiative und damit der Ausrichter der Pitch Night 2023. Begrüßt mit einem herzlichen Applaus Dr. Robert Habeck. Ja, vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, Ausrichter dieses Abends zu sein. Ich glaube, Ausrichter war ich noch gar nicht in meinem Leben bisher. Und es ist ein besonderer Abend in mehrfacher Hinsicht. Wenn Sie sich sehen könnten, es ist sehr lustig, weil ungefähr jeder Dritte gerade die Mobiltelefone hochhält. Ich müsste jetzt alle nochmal ausmachen und dann mit Taschenlampe an. Aber das machen wir dann später. Also, nein, das machen wir, wenn die Sieger kommen, ja, auf die Bühne. Also, was ich sagen wollte, ist, der Bau in Berlin, das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, in dem die erste Reihe oder Teile davon täglich arbeiten, ist ein altehrwürdiger Bau, eine ehemalige preußische Militärakademie, hohe Räume, bisschen wie Hogwarts, manchmal verläuft man sich, die Treppen können sich auch bewegen und es atmet den Hauch der Geschichte. Und dass aus diesem Ministerium heraus so eine coole Veranstaltung kommt, das ist ganz, ganz großartig. Danke an all die, die das vorbereitet haben. Wenn ich der Ausrichter bin, dann gehört zur Wahrheit dazu, ganz, ganz viele Menschen das hier vorbereitet haben und die sind die wahren Ausrichter, dass Sie hier heute Abend hoffentlich einen guten Abend haben, dass wir diesen Abend für die Unternehmen, die Start-up-Unternehmen, aber auch vielleicht für Deutschland ein bisschen politisch nutzen, ist mit einem großen Dank das Verdienst derjenigen, die nicht hier jetzt auf der Bühne stehen, aber Sie haben diesen Abend gemacht. Danke, wollte ich erst einmal sagen. Gut, ich hoffe, es wird ein guter Abend, ein vielleicht auch schöner Abend, vielleicht sogar ein lustiger Abend, wo wir viel miteinander reden, viel lernen voneinander, wo wir Interesse, Neugier und Kontakte miteinander knüpfen und wecken und wo vielleicht diejenigen, die schon länger etabliert sind und ein bisschen Geld auszugeben haben, hier coole Unternehmen entdecken, die sie dann investieren und zu den nächsten Einhörnern machen. Das ist natürlich der heimliche Sinn von diesem Abend. Also viele Grüße an die Investoren, all eyes here on this stage tonight. Es ist aber auch ein wichtiger Abend, um sich einmal klarzumachen, was Start-up und Gründertum eigentlich bedeutet. Und so möchte ich anfangen, bevor ich vielleicht ein bisschen technisch ende und ein paar Schlaglichter auf die Frage werfe, wie es eigentlich der deutschen Start-up-Szene im Moment geht. Aber natürlich, und hier trage ich ein bisschen Eulen nach Athen, Sie wissen es, um zu gründen, braucht es Vertrauen in die Zukunft. Um zu gründen, braucht man Freiheit, Freiräume. Man braucht ein bisschen Kreativität. Man braucht vielleicht auch das Vertrauen, in einer Gesellschaft zu leben, wo mal was schiefgehen kann und man nicht dafür verlacht oder gar abgestraft wird. Man braucht also tatsächlich eine offene, eine liberale, eine freiheitliche Gesellschaft im besten Sinne. Und deswegen ist eine Start-up-Gründerszene eben auch eine Art Thermometer oder Maßgabe, wie es einer freien, einer liberalen Gesellschaft geht. Und ich sage das deshalb mit ein bisschen beklommener Stimme, weil wir in einer Zeit leben, wo diese Freiräume in vielen Gesellschaften immer enger werden. Und auch Start-up-Szenen und Start-up-Unternehmen, die teilweise einer ganzen Nation ihren Namen gegeben haben, Start-up Nation, inzwischen unter Druck geraten und autoritäres Denken, engere Räume immer, immer stärker auf dem Vormarsch zu sein scheinen. Ich glaube, man sieht, dass es eine gegenseitige Bewegung ist. Natürlich verengen solche politischen Tendenzen die Freiräume für meistens ja junge Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die was Neues probieren wollen und dann unter den Druck geraten und die Konformität, die Normität einer Gesellschaft eher reproduzieren müssen, statt einfach auszubrechen, querzudenken, was Neues mal zu wagen. Und umgekehrt, glaube ich, ist es aber auch wahr, dass dieses Start-up-Denken, das gründen wollen, etwas begründen wollen, freier Denkengeist, Kreativität, auch eine Gesellschaft offen halten. Deswegen ist dieser Gradmesser, wie geht es den Start-up-Szenen, auch eine Verpflichtung, eine politische Verpflichtung für Typen wie mich, aber vielleicht auch eine gewisse Verpflichtung für Sie, für euch, für Ihre Generation dabei zu bleiben, darauf zu bestehen, dass Selbstverwirklichung eben nicht nur ein
ein Anspruch ist, möglichst reich zu werden, das nächste Einhorn zu haben und dann zu sagen, oh, bin ich aber Milliardär geworden, sondern tatsächlich dafür einzustehen, dass diese Denkräume, diese Freiräume, die liberale Gesellschaft offen bleibt. Ich glaube, das ist die eigentliche Bedeutung von solchen Abenden, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger in dieser Zeit versuchen, einen Unterschied zu machen, damit Start-up-Kultur thriving ist, leben bleibt, stark wird und so ansteckend ist, dass auch die autoritären Tendenzen in anderen Ländern wieder zurückgedrängt werden. Also, wie geht es der Start-up-Szene in Deutschland? Ganz gut und gar nicht so gut. Ganz gut, weil wirklich viel passiert ist. Wir haben eben die Zahlen gesehen, alleine hier beim DEHAB. Wir haben ein bisschen gerätselt, ob es DEHAB, DEHAB oder DEHAB heißt. Und ja, es gibt, also wie jetzt DEHAB sage ich, okay, aber alleine 4000 Unternehmen haben sich hier zusammengefunden und auch Etablierte sind dazugekommen in kürzester Zeit. Starker Indikator dafür. Wir haben 30 Einhörner in Deutschland. Wir haben steigendes Investitionskapital. Wir haben steigende Gründungsbereitschaft. Und wir haben ein Vertrauen, gerade der jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, der Start-up-Szene in die Gestaltung auch der ökonomischen Zukunft, das vor den etablierten Unternehmen stärker ist. Eigentlich. Denn das letzte Jahr hat dieses Vertrauen ganz schön gebeutelt und die Investitionstätigkeit, wenn auch auf hohem Niveau, ist wieder zurückgegangen. Und noch bedrückender ist vielleicht die Bereitschaft zu gründen, die gemessen im Jahr 2022 deutlich geringer ist, sich fast halbiert hat gegenüber der Bereitschaft in 2021. Und wer wollte das verdenken, wenn Gründen bedeutet, Zukunftssicherheit, eine Perspektive zu haben, in einer Zeit, die so krisengebeutelt ist wie diese Zeit, Krieg wieder auf europäischem Kontinent, die Covid-19-Pandemie mit der Vereinsamung, also dem Gegenteil dessen, was man eigentlich braucht, Freiräume miteinander reden, sich treffen, Ideen austauschen, noch alle irgendwie in den Knochen und natürlich die wahrscheinlich auch für viele Unternehmen von Ihnen dominante Frage, wie schaffen wir es, die globale Erderwärmung zumindest so einzubremsen, dass die liberalen Gesellschaften auch in Zukunft noch bestehen können und wir ein Leben in Freiheit und Kreativität, und das führt dann meinetwegen auch zu dem Wohlstand, den wir uns alle erhoffen, führen können. Also dieses Vertrauen ist arg gebeutelt und natürlich mit der hohen Inflation, den höheren Kosten, der Zurückhaltung von Investoren mit Blick auf die Unsicherheit der Märkte sind auch die finanziellen Ressourcen zurückgegangen. Insofern, eigentlich sind wir ganz gut davor, aber wir haben Aufgaben zu machen. Wir haben eine Aufgabe zu lösen, die nicht ganz trivial ist. Und ich glaube, sie besteht in dem schmalen Grat zwischen Hoffnung und Zuversicht. Hoffnung ist etwas, was man haben kann oder auch nicht, je nach physischer, intellektueller oder psychischer Konstitution. Man glaubt, dass etwas gut wird oder man glaubt es auch nicht. Zuversicht, denke ich, ist etwas, was wir uns erarbeiten können. Zuversicht ist etwas, was wir machen können, was wir schaffen können. Und nun würde ich normalerweise die Reden über das Jahr 21 und 22 halten, wie wir die verschiedenen Krisen bewerkstelligt haben. Aber heute Abend, glaube ich, brauchen wir diese Vergangenheit nicht mehr. Wir können uns auf das konzentrieren, was Sie machen, was Sie täglich machen, warum Sie hier sind. Dass Sie ausgehend von Ideen, vielleicht auch nur einer Perspektive, einer Idee, ein Geschäftsfeld erschließen. Und wenn ich das richtig sehe, ein Geschäftsfeld, das tatsächlich dazu führt, dass Neues entsteht und dieses Neue immer nachhaltiger wird. Ich kenne im Grunde kein Startup-Unternehmen bei den ganzen Firmenbesuchen, die ich hatte, bei den ganzen Gesprächen, die ich hatte, die nicht in irgendeiner Form Nachhaltigkeitsthemen verpflichtet sind. Ich weiß gar nicht, ob es so etwas wie nicht nachhaltige Startups gibt. Das scheint mir so etwas wie ein schwarzer Schimmel zu sein, also quasi ein Widerspruch in sich. Und warum ist das so? Nun kann man das ja so einfach zusammenbringen, weil das Denken von Freiräumen automatisch dazu führt, dass man auch gesellschaftliche Probleme lösen muss, dass man versucht, einen Beitrag zu leisten, mit seinem Unternehmen, mit seinem Geschäftsmodell die Gesellschaft jedenfalls ein bisschen, ein Tickchen besser zu machen. Deswegen ist es eine politische Verpflichtung, so meine ich, dieses Start-up-Denken, diese Kreativität, diese Gründungsnation politisch weiter zu unterstützen. Wir haben im letzten Jahr, also das Jahr, in dem ich Start-up-Minister sein durfte, versucht, die Instrumente noch einmal
zu schärfen. Und ich erzähle sie jetzt nur, Sie müssen sich das nicht alles merken, vielleicht kennen Sie das auch schon, nur um zu unterstreichen, dass da viel dran gearbeitet wird. Und zwar in dem schmalen Grat, dass wir heißt das altehrwürdige Wirtschaftsministerium, also die preußische ehemalige Militärakademie, in der wir da täglich arbeiten dürfen, natürlich nicht uns, wir können das nicht ersetzen, das, was Sie tun, aber wir können das versuchen zu unterstützen, und zwar so, dass möglichst viele Freiräume bleiben und möglichst viele Probleme gelöst werden. Wir haben das versucht, in der Strategie zusammenzubinden mit 130 verschiedenen Punkten der sogenannten Start-up-Strategie, die sich jetzt in der Abarbeitung befindet, um den Lohnvorteilen im Silicon Valley irgendwas entgegenzusetzen, werden wir zusammen mit dem Finanzministerium die Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland ermöglichen, dass die Leute, die bei Ihnen in den Unternehmen anfangen, nicht gleich mit den Löhnen in Amerika mithalten müssen, dann kriegen Sie die nämlich wahrscheinlich gar nicht, aber dass man Anteile am Unternehmen erwerben kann, auch wenn es noch kein Geld abwirft, ohne sie versteuern zu müssen. Aber wenn sie dann Geld wert sind, dann später, klar, muss man irgendwie ein bisschen auch was zurückzahlen, das hinzubekommen, dass es also attraktiv wird, in den Unternehmen zu arbeiten und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass der Kapitalwert des Unternehmens wächst, das sollte jetzt politisch möglich gemacht werden, mehr als es bisher jedenfalls möglich war. Wir haben nochmal die finanziellen Unterstützungsinstrumente ausgeweitet und geschärft mit verschiedenen Fonds, die alle verschiedene Fenster haben, die vor allem in den Bereich Klimatechnik, aber auch Deep Tech reingehen. Da werden wir auch noch weitere auflegen. Und wenn ich manchmal darf ich mich mit den ganz reichen Erben Deutschlands treffen und denen erzählen, wie stark diese Szene ist. Und dann ist es so ein bisschen wie Abendessen mit Kollekte danach. Und ich erzähle dann, Leute, hier sind die Töpfe. Wenn ihr Geld übrig habt, packt es da rein, wir legen es dann in den Startup-Unternehmen ein. Vertraut darauf, dass da schon was Gutes drauf wird, und ich glaube, die vertrauen darauf. Und das schafft dann die Zuversicht. Die politischen Instrumente sind eine Leiter, an der wir hochklettern. Die sind nicht der Zweck, schon gar nicht der Selbstzweck. Ist auch nichts, worauf man stolz sein kann. Sind einfach Handwerk, politisches Handwerk. Aber wenn sie dazu führen, dass Sie diese Leiter benutzen, oder sie gar nicht brauchen, wenn wir eine Bühne schaffen können, einen Rahmen schaffen können, wenn wir helfen können, Investoren und Ideen zusammenzubringen, wenn wir es schaffen können, etablierte Unternehmen und junge Start-up-Unternehmen zusammenzubringen, dann, glaube ich, können wir einen kleinen Beitrag leisten. Einen kleinen Beitrag, der aber eigentlich nur darauf zielt, dass Sie das Vertrauen in dieses Land, in die offene Gesellschaft, in sich selbst, in die Gestaltung von Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient, nicht verlieren. Und ich glaube, wir werden heute Abend mindestens 10 Unternehmen sehen, die herausragende Beispiele dafür geben. 10 von sicherlich ganz, ganz vielen. Und so machen wir dann aus Deutschland eine Gründungsnation. Sie machen es. Schönen Dank. Vielen Dank an Dr. Robert Habeck. Ja, das Bundeswirtschaftsministerium schafft die Bühne und